Hallo, hier ist wieder Weehawk LP und wir machen weiter. So, und zwar mit Venom, das Ziel. Ich zeige euch die nächste Etappe und nicht wundern, dass ich jetzt wieder zwei Leben habe. Ich habe mir gedacht, ohne weiteres Extra-Leben bringt uns nämlich auch ein Checkpoint und so weiter nichts. Und wenn ich dann bei Andros draufgehen würde, müsste ich die ganze Scheiße nochmal machen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal, mich kaputt gehen zu lassen beim ersten Venom. Hat leider den Nachteil, dass wir jetzt nur noch den Einzellaser haben, aber wenigstens wieder zwei Leben und wir können dann auch mal am Checkpoint nochmal loslegen. So. Und hier ist einiges geboten. Das bislang schwerste Level, so viel kann ich schon mal verraten. Allerdings auch das mit Abstand leichteste Venom-Level. Also da gibt es Unterschiede, das werdet ihr dann noch feststellen. Und vor diesen Dingern hier müsst ihr euch in Acht nehmen. Dahin, wo der Pfeil zeigt, dorthin schlagen diese Türen oder Tore auch auf. Also, oh Gott, jetzt nach rechts. Huiuiui. Gut, okay, das hat einigermaßen funktioniert. Ja. Läuft prima. Bis hierhin läuft es echt prima, muss ich sagen. Aber ist ja noch ein Stück vor uns. Unter anderem ein recht harter Bosskampf. Oh Gott, die Türme. Die Türme. Oh je. Aber hier heißt es aufpassen. Ach du Scheiße. Gut, okay. Einfach geradeaus durchgeflogen. Oh, Checkpoint. Da vorne ist der Checkpoint. Nix wie durch. Wuhu. Oh Gott, eine Bombe. Eine Bombe. Die will ich haben. Oh, und ich glaube, da vorne ist ein Laser. Hoffentlich komme ich dran. Jawoll, ich habe den Laser. Sehr gut. Das heißt, wir haben wieder dieselben Voraussetzungen wie vor meinem Neustart dieses Levels. Das ist schon mal sehr gut. Oh, ist es etwa schon soweit? Tatsache, dort ist der Boss, dessen Namen ich vergessen habe. Ist ja auch scheißegal. Den kennen wir ja schon. Allerdings hat er ein ziemlich fieses Upgrade bekommen. Beziehungsweise er hat uns vor dem Planeten... Verdammt, Entschuldigung. Vor dem Planeten Venom noch nicht alles von sich gezeigt. Und ja, das holt er jetzt nach. Ihr werdet es sehen. Ihr seht es gerade. Haha. Ja, ganz recht. Ein riesiger Roboter mit Beinchen. Dies allerdings diesmal nicht zu beschießen geht, sondern wir müssen auf seinen Körper drauf zielen. Und das ist nicht so leicht, weil er permanent drauf schießt. Hier muss man... Scheiße. Hier muss man wirklich die richtige Mischung finden zwischen Ausweichen und draufballern. Oh mein Gott. Oh fuck, was macht der denn? Okay. Na, das hat aber noch funktioniert. Ich bin ja fast schon stolz auf mich. Aber nur fast. Oh, was macht der denn jetzt? Hallo? Aber sonst ist alles... Ich glaube, ich weiche besser mal aus, bis er das wieder lässt. Boah, lass mich bloß in Ruhe. Oh mein Gott. Boah, lass mich bloß in Ruhe. Oh Gott. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir Bomben überhaupt was ausgemacht haben. Oh mein Gott, scheiße. Jetzt wird es allerdings richtig eng. Ich habe kaum noch Energie. Oh shit. Und nur noch eine Nova-Bombe. Aber ich glaube, das bringt auch gar nicht so wirklich was. Was war denn das? Ich habe keine Ahnung, aber das war mehr oder weniger gerade Glück, dass ich ausweichen konnte. Oh, Ring. Oh, ich habe den goldenen Ring verpasst. Scheiße. So, jetzt machen wir das aber fertig. Komm, zack, noch ein bisschen. Es fehlt nur noch ein bisschen. Komm. Jawoll. Wir haben ihn.
den bislang schwierigsten Boss aller Levels haben wir. Boah. Und das beim ersten Versuch. Ich bin ja... ich bin ja stolz auf mich. Schon beim ersten Versuch kommen wir zu Andross. Cool. Und das mit so gut wie gar keiner Energie. Weil ich glaube... Ja. Ja, sie wird nicht aufgefüllt. Super, genial. Ja, bitte. Fast könnte ich Angst vor dir bekommen, Fox. Ja. Du wirst dich kaputt lachen, wenn ich hier mit meinem brennenden Arming komme. Oh mein Gott. Ey. Ey, was macht ihr denn? Oh shit. Oh shit. Ja, ja. Oh Gott. Bewand. Oh mein Gott. Und die nehme ich auch noch mit. Laser. Laser. Oh shit. Oh shit. Also in dem Schild kann ich es doch vergessen. Der Starfighter. Ja, wunderbar. Der brennende Starfighter. Und wir kämpfen gegen Pixel Andross. Ihr seht es schon. Von dem Affengesicht ist nicht viel übrig geblieben. Scheiße. Oh. Mein Gott. Was war denn das? Also der Kampf war kurz. Allerdings ohne Energie, wie soll ich denn das auch machen? Fuck. Das heißt, wir können jetzt maximal mit dem... Wir können jetzt maximal mit dem Doppellaser gegen ihn kämpfen. Und das macht die Sache nochmal schwieriger. Da wir das stärkste Laser-Upgrade jetzt nicht haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Boah, boah. Sag mal, was denkt ihr euch? Oh, das ist ja wohl... Nintendo. Hm, wir machen an der Stelle mal ein paar rausfahrende Wände, weil der Tunnel ja noch nicht eng genug ist. Oh, wie ich sowas hasse. Na gut, hier kommt Pixel Andross. Immer schön auf die Äuglein drauf und versuchen hier... Ja, diesen Kacheln hier auszuweichen. Und keine Sorge, dieser Andross hier, der wird euch noch nicht einsaugen, also so viel Puste hat er noch nicht. Ja. Zumindest glaube ich das, also er hat mich noch nie eingesaugt. Ich glaube auch gar nicht, dass er in der Lage ist, das zu tun. Ganz im Gegensatz zum Lilith Wars Andross. Jawohl. Haltet einfach ein bisschen dagegen, dann klappt das. Yeah. Oh shit. Ey, ihr seid doch wahnsinnig. Wie soll ich denn da ausweichen? Ey, ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch völlig verrückt. Boah. Ja super, und in der Zeit soll ich noch die Augen beschießen, oder was? Wie soll denn das gehen? Oh fuck, ey. Oh fuck, ey. Ey, ihr seid's doch völlig wahnsinnig. Ihr seid's doch völlig wahnsinnig. Oh Gott. Nein. Geh weg, Andross. Geh einfach weg. Lass mich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ey, scheiße. Ey, wie soll ich denn das machen? Also, sonst ist alles klar, oder? Nee, dann machen wir halt beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.